Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal starten wir nicht in meiner Werkstatt, sondern in meinem Wohnzimmer, denn ich möchte euch diese Lamellenwand zeigen. In diesem Video geht es darum, kann man so eine Lamellenwand selber herstellen? Ich kann das schon mal vorne wegnehmen. Ja, kann man. Ich zeige euch hier schon mal das fertige Ergebnis. Ich habe nicht eine komplette Lamellenwand gebaut, sondern ich habe einfach nur eine kleine Wand gebaut, die ich genutzt habe, um Kabel zu verkleiden unter meinen Fernseher. Und ich bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden, deswegen dachte ich mir, vielleicht interessiert das den einen oder anderen und ihr könnt hier sehen, wie ich das zusammengebaut habe. Wie habe ich das Ganze gemacht? Erstmal zum Holz. Bei so einer gekauften Lamellenwand ist das MDF, was schwarz eingefärbt ist. Und vorne ist hier ist in dem Fall Eichenfurnier drauf funiert. Es gibt das auch in verschiedenen Holzfarben, dunkler, heller, weiß ich nicht was. Dieses helle Eiche fanden wir halt einfach am schönsten. Und hinten ist das Ganze beziehungsweise durch Filz genagelt. Ich habe das Ganze ein bisschen anders gemacht. Das hier soll auch so ein bisschen akustisch dämpfend wirken. Das war mir eigentlich relativ egal. Mir ging es vor allem um die Optik. Also habe ich mir erstmal eine MDF-Platte zurechtgesägt, 5 mm stark, mit meiner Tauchkreissäge und habe diese dann mit der Rolle schwarz gestrichen oder gerollert, besser gesagt, damit wir dann schon mal den Hintergrund haben. Als nächstes die Lamellen. Die Lamellen sind aus Sperrholz mit so einer Eiche-Optik, gibt es in jedem Baumarkt. Es ist auch kein Furnier, das Zeug gibt es relativ günstig und eigentlich auch in jedem mehr oder weniger gut sortierten Baumarkt. Da habe ich mir dann Lamellen rausgeschnitten, 25 mm breit. Und als nächstes, ich habe ja schon gesagt, das ist schwarz eingefärbtes MDF. Sieht einfach optisch besser aus, als wenn an den Seiten auch noch Holz wäre. Und vor allem, wenn ich das Sperrholz da dran nagel, dann sieht man auch die Sägekanten. Und das sieht bei Sperrholz halt echt blöd aus. Deswegen habe ich das Ganze nochmal schwarz gestrichen, auch mit der Rolle. Erstmal hat es ganz gut funktioniert, nur als ich dann die ganzen Lamellen umdrehen wollte, um die andere Schnittkante auch schwarz zu streichen oder zu rollern, habe ich dann gesehen, dass die ganze Farbe sich zwischen den Lamellen reingezogen hat und musste diese Farbe dann erstmal wegwischen. Also dieser Arbeitsschritt war ein bisschen nervig. Aber ich glaube, optisch hat es dann doch ein bisschen was gebracht, deswegen habe ich es auch durchgezogen. Später habe ich dann die Lamellen einzeln gerollert, so ging es dann deutlich besser, also gerollert. Und dann, wenn vorne auf die Fläche halt, auf diese Eichenimitatfläche Farbe drauf kam, habe ich diese dann direkt weggewischt. Als nächstes musste ich dann die Lamellen auf die MDF-Platte nageln. Ich habe mich für Nageln entschieden, weil es einfach am schnellsten war und weil ich eben so einen Drucklufttacker habe. Das ist echt eine coole Geschichte. Nicht Druckluft-Tackler, sondern Druckluft-Nagler. Kann ich wirklich nur empfehlen. Geht super schnell damit. Man hat ein Magazin und schießt einfach nach und nach die ganzen Nägel da rein. Zunächst erstmal habe ich die äußersten Lamellen angenagelt. Diese habe ich etwas breiter gemacht und habe dann als nächstes mich um die Lamellen gekümmert und habe mir dann so ein kleines Stöckchen, also aus Restholz, an der Tischkreissäge gesägt, was ich dann als Abstandshalter nutzen kann, um die ganzen Lamellen mit dem richtigen Abstand an das MDF dran zu nageln. Wenn man das dann einmal raus hat, geht das auch relativ schnell. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man eine größere Wand macht, würde ich es wahrscheinlich genauso machen. Und dann habe ich noch die Abstandshalter auch dran genagelt. Ich hatte halt den Nagler in der Hand und das Teil ist halt echt cool. Deswegen dachte ich mir, komm, ich nagel jetzt alles. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video vielleicht etwas inspirieren, wenn ihr so eine ähnliche Idee habt. Also ich finde diese Lamellenwand echt schick und vor allem zum Beispiel für so kleinere Sachen ist das auch echt schnell gemacht. Ich glaube, ich sag mal, diese Wand ein, zwei Stunden Arbeit oder sowas, dann hat man so eine kleine Verkleidung. Wenn man natürlich eine komplette Wand verkleiden möchte, also so ein komplettes Panel, was jetzt hier knapp 2 Meter hoch, also ein bisschen mehr als 2 Meter hoch ist, dann dauert das natürlich ein bisschen länger und ist der Aufwand natürlich etwas höher. Vom Geld her habe ich mir das jetzt nicht ausgerechnet, aber ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man es selber macht, etwa die Hälfte bezahlt, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe es leider nicht ausgerechnet. Für diese Wand hier, die wir gekauft haben, habe ich je Paneel 60 cm breit 99 Euro bezahlt. Das hier sind 2 Stück, also für diese Wand knapp 200 Euro. Hätte ich selber gemacht, hätte ich bestimmt
Geld gespart. Allerdings muss man auch bedenken, es ist dann doch ein bisschen Arbeit. Also für so eine Wand muss man ein bisschen mehr Zeit als ein, zwei Stunden einkalkulieren. Aber man ist natürlich auch völlig frei, wie man die Wand gestalten möchte. Das ist natürlich der Vorteil am Selbermachen. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.